Bei der Bilanzpressekonferenz der Energieversorgung Oberhausen ging es nicht bloß um nackte Zahlen, sondern auch um Verantwortung und Innovationen. Wir haben gerade in der Pressekonferenz sehr ausführlich über die Neuerungen bei der EVO gesprochen. Wir haben angefangen mit Zahlen, Daten, Fakten, was das Kalenderjahr 2017 anbelangt. War für uns ein sehr erfolgreiches Jahr. Die Umsatzerlöse des Konzerns beliefen sich im Jahr 2017 auf 188,3 Millionen Euro. An die Stadt Oberhausen flossen 22 Millionen Euro in Form von Gewerbesteuern, Konzessionsabgaben und Gewinnen. Wir haben ein Ergebnis nach Steuern von 13,5 Millionen Euro erwirtschaftet für unsere Anteilseigner. Die freuen sich darüber sehr. Aber wir waren noch wesentlich mehr in Richtung neue Produkte, neue Dienstleistungen tätig. Zu den aktuellen Projekten der EVO gehören das E-Roller-Sharing, der Top-Strom-Familientarif, der extra auf den Bedarf junger Familien zugeschnitten ist, sowie das EVO-Fußball-Familienfest. Doch auch auf dem Gelände der EVO tut sich einiges. Zum einen werden die Öltanks auf dem Werksgelände abgerissen und gegen moderne Gasmotoren für das Kraftwerk ausgetauscht. Das klingt jetzt alles sehr theoretisch, aber das sind Anlagen, sind Instrumente, über 12 Millionen, die wir investieren, die dazu erforderlich sind, um eben die fluktuierende Einspeisung auszugleichen, wenn Wind nicht weht und wenn die Sonne nicht scheint. Zudem wird die EVO-Hauptverwaltung energetisch modernisiert. Eine Klinkerfassade, neue Fenster und eine erneuerte Isolierung sorgen künftig für eine Energieersparnis von rund 25%. Ein Highlight ist natürlich die Fassadenbegrünung, die das innerstädtische Mikroklima verbessern soll. Wir werden die Fassade in Teilen begrünen mit dem Fraunhofer-Institut zusammen. Und bei so einer Gelegenheit freuen wir uns immer zu zeigen, was unsere Techniker, was unsere Ingenieure hier vor Ort alles leisten, um die Energiewende voranzutreiben und unseren Beitrag zu leisten, eben damit der Klimawandel nicht so schnell vonstatten geht. Wir sind sehr stolz auf die Versorgungssicherheit. Wir arbeiten daran, dass es so bleibt. Wir sind deutlich besser als der Bundesdurchschnitt. Auch zum Thema Photovoltaik, Sonnenstrom, wie man sagt, haben wir ein Projekt in der Pipeline. Wir installieren auf dem großen Dach unserer Zentralwerkstatt eine Photovoltaikanlage. Dieser Strom wird eingespeichert in Batteriespeicher zukünftig und wird dann genutzt, um die Fassade, die neue Fassade, die entsteht, auch dann nachts zu illuminieren. Für die Modernisierung des Gebäudes sollen weitestgehend nur lokale Unternehmen beauftragt werden. Nicht zuletzt dadurch wird wieder deutlich, dass die EVO für Oberhausen mehr ist als nur ein Energieversorger.